Ich sie natürlich wie zur Grundstürmerin gesehen. Alle voran Lokalmatadorin Julia Steinhuber. Die Nationen haben am Länderkampf mitgemacht, so die Britinnen und über die gute Blüte im Sinne. In der Moskau auf der Halle haben auch die Zuschauer das gute Spektakel mitverfolgt. Im Rampenlicht immer Julia Steinhuber. Sie hat auf sämtliche Geräte konzentriert und gute Leistung gezeigt. Das intensive Training von der letzten Woche hat Julia die Beine hinterlassen. Das hat sich am Boden gezeigt und Julia Steinhuber beim letzten Sprung gestürzt. Schlussendlich wird sie mit Einzelwertung vierte. Sie denkt nach dem Boden, der nicht so gut gelaufen ist, aber ich bin sehr zufrieden damit und ich hoffe, dass ich mich noch einmal steigern kann. Das bezog auf die anstehende Europameisterschaften und natürlich auch die Olympischen Spiele. Und wie der Julia Steinhuber nur den Zacken zulegen. Immerhin hat sie sich an dem Abend schon mal mit den weltrussischen Turnerinnen können messen. Die russischen Welt- und Europameisterinnen haben als Wien eine beeindruckende Leistung gezeigt. Wir sind auch gut. Also wir haben jetzt im Training zwei, drei Tage können beobachten. Das ist also nicht nur ein Wettkampf, sondern das ist also dieses Training so. Es sind halt Grundstürmerinnen auf dem Niveau. Ich tue es manchmal fast auf einer anderen Ebene als halt die Kinder. Und so wird sich die Schweizerinnen dann auch klar geschlagen geben. Der Länderwettkampf zu Wien gewöhnt Russland hoch überlegen vor Schweiz und Großbritannien.